Hallo liebe Zuschauer, heute begrüße ich Sie weit weg der Heimat, hier in Frankfurt am Main aus dem ICE-Werk. Und das nicht ohne Grund, denn vor 20 Jahren lernte der erste Hochgeschwindigkeitszug das Laufen. Dazu gleich mehr. Weiterhin haben wir für Sie vorbereitet 2000 Tonnen Dampfgüterzug, gezogen von Museumsloks, eine davon aus Glauchau. Vor 10 Jahren die V180, Großdiesellok der DDR-Reichsbahn, verabschiedet sich aus dem Plandienst. Und auf den Spuren alter Dampfloks, Preußens Glanz und Gloria in der Türkei. Das ICE-Werk hier in Frankfurt am Main gehört zu den modernsten in Deutschland. Täglich werden hier rund 15 ICE versorgt und dann wieder auf Reisen geschickt. So auch die ICE aus Leipzig, die hier in Frankfurt am Main anlanden. Herr Bischof, wie oft kommen denn die ICE zu Ihnen und was wird dann eigentlich gemacht? Also am Ende eines Betriebstages gehen die Züge zunächst nach Höchst in die Reinigungsanlage, werden dort entsorgt und gereinigt. Und etwa alle zwei bis drei Tage, kommen die Züge hier bei uns in die Halle, um dort ihre Sicherheitsinspektion, die sogenannte Laufwerkskontrolle, zu erhalten. Alle 3 bis 4 Monate kommt dann die sogenannte Frist. Das ist eine Serviceuntersuchung, eine Serviceinspektion, wo Wartungsarbeiten gemacht werden, wo Filter getauscht werden. Alle 3 bis 4 Jahre gibt es dann die große Hauptuntersuchung, das ist die Revision. Und die ist entsprechend einer TÜV-Untersuchung letztendlich. Und das ist der modernste und schnellste, der ICE3. Sein Urahn, der Intercity Experimental, rollte vor 20 Jahren zum ersten Mal. Sein Aussehen unterscheidet sich kaum von den heutigen Modellen. Mit diesem Versuchs-ICE wollte die damalige Deutsche Bundesbahn den Schritt ins Hochgeschwindigkeitszeitalter wagen. Doch auf normalen Strecken war ein Tempo von über 200 km/h kaum möglich. So mussten neue Strecken her. Die ersten entstanden schon ab 1973 in Nord-Süd-Richtung zwischen Hannover und Würzburg sowie zwischen Mannheim und Stuttgart. Es war ein gigantisches Bauvorhaben und ein deutlicher Eingriff in die Natur. Doch die Kritiker konnten sich nicht durchsetzen. 18 lange Jahre dauerte es, bis der ICE-Regelbetrieb aufgenommen werden konnte. Zuvor erreichte der Versuchs-ICE am 1. Mai 1988 diese Höchstleistung. 3 Kilometer pro Stunde, 404, wir haben eine kleine Steigung. Wir beschleunigen weiter. 404, 405, 406, 406 Kilometer pro Stunde. Weltrekord für ein Schienenfahrzeug. Es ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir haben hier wirklich in einer sehr systematischen Strategie einzelne Bestandteile, Komponenten des Systems entwickelt und ausgefuchst. Und dass das jetzt zusammen in einem einzigen Triebzug so hervorragend funktioniert und zusammenläuft, ist ein Erfolg unserer Techniker und unserer Unternehmer. 3 Jahre später. Der Intercity Express geht endlich ans Netz. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gibt das Startsignal. Und ich stelle nunmehr den roten Knopf auf grün. Die Fahrzeiten zwischen den Reisezielen verkürzen sich erheblich. Das hat im Wortsinne auch seinen Preis. Um rund ein Viertel werden die Tickets teurer durch den ICE-Aufschlag. Dennoch, der Großteil der Fahrgäste nimmt das schnellere Reisen zu höheren Preisen an. Das Streckennetz 1991 mit den Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart. Auf fast 430 Kilometern Schienennetz kann der ICE 250 Sachen machen. Die Schnellfahrt lässt sich die Bahn richtig viel kosten. Für einen Kilometer Gleis müssen 40 Millionen D-Mark Baukosten kalkuliert werden. Der Eingriff in die Natur ist erheblich. Weil der ICE nur minimale Steigungen schafft, müssen Landschaftsunebenheiten durch Brücken und Tunnel überwunden werden. Die Fahrgäste sind unterdessen an die rasanten Fahrten gewöhnt. Sie gehören zum Bahnfahren einfach dazu. Der ICE Wilhelm Konrad Röntgen verunglückte bei Eschede in der Nähe von Celle mit Tempo 200. Die schreckliche Bilanz, 101 Tote und viele Schwerverletzte. Sofort nach dem Unfall wurde für alle ICE die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 160 gesenkt.
Erst nach Wochen war der Unfallauslöser gefunden. Ein gebrochener Radreifen stellte sich als Ursache heraus. Also technisches Versagen oder war es eher Wartungsroutine? In einem langen Gerichtsverfahren erhielt die Bahn die Schuld an dem Unfall. Rund 43 Millionen D-Mark zahlte die Bahn an Entschädigungen an Hinterbliebene und Verletzte. Heute erinnert in Eschede diese Gedenktafel an das schreckliche Unglück. Mit besserem Material und schärferen Sicherheitsbestimmungen nahm die Bahn wieder den Normalbetrieb mit Tempo 250 auf. Dann die Neige-ICE. Diese neuen ICE sollten sich wie ein Motorrad in die Kurve legen und so ohne Hochgeschwindigkeitsstrecken auskommen. Leipzig, Dresden und Erfurt erhielten mit ihnen nun ICE-Anschluss. Mit dem Diesel-ICE wollte die Bahn weiterpunkten. Mit viel Vorschusslorbeeren ging er auf der Sachsen-Franken-Magistrale Dresden-Nürnberg in Betrieb. Doch die Fahrzeiten verringerten sich kaum. Die Linienführung, die wir jetzt erleben, das ist was zum Spazierenfahren oder Landschaft genießen. Aber das ist nichts, um Entfernungen zu überbrücken. Das sehen Sie auch daran, dass der Zug 4,5 Stunden braucht von Dresden nach Nürnberg. Das brauchen Sie also, wenn Sie in gewaltigen Stau kommen, brauchen Sie es mit dem Auto. Und nicht nur das, weil die vielgepriesene Neigetechnik oft versagte und es auch noch zu einer Entgleisung kam, wurden die Züge außer Dienst gesetzt. Die Fahrgäste waren entsetzt. Nach nur 3 Einsatzjahren hat die Bahn den Diesel-ICE schließlich wieder abgeschafft. Im Westen wollte die Bahn weiterpunkten, mit nur 1 Stunde Fahrzeit zwischen Köln und Frankfurt am Main. Und das Kölsch, das darf jetzt zischen. Seit Sommer 2002 wird auf der neuen Strecke Köln-Frankfurt am Main Tempo 300 gefahren. Nur so konnte die Fahrzeit zwischen den Metropolen von 2 auf 1 Stunde sinken. Für einen Zuschlag von über 25% allerdings auch ein teures Vergnügen. Doch der ICE 3 ist nicht nur im Tempospitze. Auch seine Strecke hat mit 6 Milliarden Euro Baukosten einen Spitzenplatz. Zwar verläuft sie auf 177 Kilometern über 26 Tunnel und 18 Brücken quer durch den Westerwald und den Taunus, hat aber gegenüber den alten Schnellstrecken bald das 10-fache an Kosten verschlungen, zudem hier nur der ICE 3 fahren darf. Trotz des hohen Zuschlags ist die gesamte ICE-Flotte gut ausgelastet. Den Reisenden scheint der Komfort und der Zeitgewinn wichtiger zu sein als der Preis. Also wenn es um Geschwindigkeit geht, bin ich auf jeden Fall bereit, einiges dazu zu geben. Weil ich lange Reisen unternehme und von daher ist mir schon was wert, auch bequem zu sitzen. Weil er schnell ist, weil es eine gute Verbindung war. Also eigentlich ist mir ein Zuschlag gar nichts wert, weil ich der Meinung bin, bei einem Fernreisezug muss das im Fahrpreis schon mit enthalten sein. Also das Fahren mit dem ICE ist schon sehr komfortabel, finde ich. Die Zuverlässigkeit, wenn man da noch ein bisschen dran arbeiten könnte, kann man schon zufrieden sein dann eigentlich. Lokführer Jan-Ulrich Stolinski steuert heute den Zug. Für ihn scheint es Routine zu sein. Man muss davon ausgehen, wir fahren jetzt schon fast 3 Jahre auf dieser Strecke. Und irgendwann wird es dann halt zur Routine. Aber an manchen Stellen ist es dann immer noch so, wenn man in den Tunnel mit 300 reinfährt, wo man doch schon ein bisschen noch das Kribbeln hat. Aber im Großen und Ganzen wird es halt dann normal. Mit dem über 300 km/h schnellen ICE 3 hat die Bahn Großes geplant. Im Sommer 2006 soll die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Nürnberg und München in Betrieb gehen. Doch zu diesem Verkehrsprojekt deutscher Einheit gehört eigentlich auch die Strecke Berlin-Erfurt-Nürnberg, die hier bei Arnstadt wohl eher zu den teuersten Bauruinen Deutschlands gehört. Schleichend wird weitergebaut, um die Bauzulassung nicht zu verlieren. Die Inbetriebnahme des Abschnitts Erfurt-Nürnberg soll nun schon 2012 kommen. Da hat man lieber viel Geld in den Ausbau der Strecke Berlin-Hamburg gesteckt, wo seit Ende 2004 der ICIT mit Tempo 230 fahren darf. Auf 1 Stunde und 33 Minuten Fahrzeit sind die Metropolen zusammengerückt. Der Ausbau hat fast 650 Millionen Euro gekostet. Damit ist der ICE nur eine Dreiviertelstunde schneller als der fliegende Hamburger, der vor mehr als 70 Jahren hier verkehrte.
Die Erfolgsgeschichte der weißen rasenden Schienenpfeile ist offenbar noch lange nicht zu Ende. Die ersten von Ihnen sind jetzt nun schon seit fast 15 Jahren unterwegs. Sind denn die eigentlich noch up-to-date, also zeitgemäß? Ja, 15 Jahre ist natürlich schon eine sehr lange Zeit und die gehen an den Zügen nicht spurlos vorüber. Das merkt man insbesondere im Fahrgastbereich. Die Kunden merken schon, die Sitze sind durchgesessen und das Interieur nicht mehr zeitgemäß. Wir begegnen dem, indem wir jetzt ein umfassendes Redesign-Programm für den IC1 auflegen. Dort werden neue Sitze eingebaut, der innere Bereich völlig aufgearbeitet, im Design dem IC3 angeglichen. Natürlich gibt es auch technische Innovationen, die seit 15 Jahren passiert sind. Das sind die Innendisplays. Es gibt zukünftig eine elektronische Reservierungsanzeige und auch die Klimaanlagen werden auf den neuesten Stand gebracht.